Juni, der Monat für Naturliebhaber und Köche. Herbert Hintner ist heute auf Besuch in Heinrich Schneiders Wildkräuterreich. Dieser schlägt Ihnen übrigens gleich eine feine Vorspeise zum Nachkochen vor. Nachher greift unser Meisterkoch für Sie heute tief in seinen frischen Gemüsekorb. Auf der Suche nach dem guten Tropfen zum Hauptgericht geht heute Jul Brunolana einem feinen Roséwein an den Kragen. Über duftende Waldbeeren zum Dessert führt uns heute die kulinarische Wanderung durch Südtirol zu frischem Gemüse und einheimischer Mozzarella. Ja, schauen wir mal, nicht? Das ist das Gipfel. Ja. Ja, Kochkollege Heinrich, was gibt's in der Gegend da so an Kräuter für ein schönes, gutes Frühsommergericht? Ja, da sind wir mittendrin jetzt, in Wilden Kräutergarten, Hasishalm. Ja. Ich hol's immer, da ist der Wilde Heinrich zum Beispiel, da haben wir die Brunnenkresse, ja. Frauenmantel, also jede Menge verschiedene Kräuter, da haben wir einen Sarampfer zum Beispiel, das Leimkraut da hinten. Ja. Wie oft kommst du da? Nein, das hole ich mir täglich, weil es ganz frisch ist, dass die wichtig sind. Die hole ich mal in der Früh, weil sie zu einem perfekt so, frisch sein. Genau, ganz genau. Der Juli, kutscht sich schon wieder durch alles durch. Heinrich, die Kräuterecke kriegt Löcher. Ja, es ist interessant zu schauen, wo die Meisterköche ihre Gewürzkräuter herkriegen. Ja, ganz gut. Wo gibt es denn frischere und schmackhaftere Kräuter als da in der Waldlichtung auf 1600 Meter hoch? Nicht nur der Jul, sondern auch der Küchenmeister Heinrich Schneider schöpft hier aus dem Vollen, liebe Zuschauer. Und gerade deshalb wird er uns überraschen mit einer wunderbaren Vorspeise. Ja, liebe Freunde, abwarten und kosten. Also, heute machen wir Leimkraut-Ravioli mit seiner Bergkäse und schwarze Trüffel. Für die Füllung machen wir mal das Leimkraut, das wir ganz frisch gezupft haben heute. Schon gewaschen. Da haben wir ein bisschen Cremespinat, Ricotta vom Bauernhof und ein bisschen Butter zum Anschwitzen. Dann haben wir die Käsesoße. Da brauchen wir einen Berghaus, seiner Berghaus habe ich da. Butter, ein Mehl, eine Milch für die Bechamel. Und zum Abschluss, obendrauf für die Ravioli, machen wir die Scorzone-Trüffel. Dann machen wir die Füllung. Also zuerst tun wir sie zupfen. Von die Schiebe befreien für die Dicken, das Leimkraut. Wichtig ist, dass es junge Triebe sind. Die haben so einen intensiveren Geschmack und weicher, nicht so bitter. Und die werden wir jetzt in ein bisschen Butter ganz leicht angeln lassen. Das sind ganz dünne Blätter, also wie Spinat praktisch, deswegen haben sie ganz eine kurze Darzeit. Da muss man gut aufpassen. Kurz durchschwenken. Da muss man ganz bisschen salzen. Gut, schon genug. Jetzt gehen wir runter und lassen sie jetzt auskühlen auf einen schönen Teller. Und jetzt werden wir die Bechamel verstehen, besser gesagt die Käsesauce. Und da haben wir den Sarner Bergkäse. Den werden wir jetzt putzen. Möchte die Rinde wegschneiden. Dann tun wir jetzt grob hobeln. So, das müsste schon reichen. Jetzt machen wir die Käsesoße. Also zuerst machen wir Bechamel, ganz eine dünne, eine leichte. Da haben wir die Butter, die lassen wir ganz einen Moment flüssig werden. Auch hier, wichtig, keine Bräunung. Dann tun wir das Weizenmehl dazu. So. Und dann kommt die Milch dazu. Für eine kalte Milch, sehr wichtig. Und da haben wir ansonsten Knollen in der Milch haben. So, das wird jetzt aufgekocht. Wichtig ist immer fest rühren, dass wir keine Klumpen haben. So, ein bisschen salzen. Ein bisschen weißer Pfeffer aus der Mühle. Dann Muskatnuss. Ein Hauch. Passt sehr gut zum Käse. Das wird jetzt aufgekocht. Immer fest rühren, bis es schön glatt wird. Und dann können wir schon den Käse dazugeben. So.
So, und jetzt tun wir alles in den Mixer rein und aufmixen. So, und dann haben wir das reingegessen. So. Jetzt wird kurz gemixt. Jetzt machen wir die Füllung fertig. Jetzt werden wir das Leimkraut hacken. Das haben wir gedünstet vorher. So. Nur grob hacken. So. Das reicht schon. Da haben wir jetzt die Spinatkern, das ganze normale basierte Spinat. Da tun wir jetzt das Leimkraut dazu. Kurz umrühren. So. Und jetzt tun wir die Ricotta dazu. Also Ricotta vom Bauernhof, Südtiroler Bauernhof natürlich. Ganz frisch. So. Ich streiche sie da durch, dann wird sie sich besser verteilen in der Spinatmasse. Aber mit der Teigkarte das durchstreichen. Und dann mal so. So, die Ricotta kommt jetzt zum Spinat dazu. Es wird gut durchgemischt. So, dann hat man schon die Füllung bereit. Jetzt werden wir die Ravioli machen. Haben wir einen Nudelteig. Ich werde ein bisschen mit Eiweiß bestreichen. So, jetzt kommt die Füllung auf. Dann machen wir lange Ravioli. Das heißt, wir ziehen das ein bisschen länger. So. Und jetzt wird das umgeklappt und zugeklappt. Wichtig ist, dass man hier die Luft rausdrückt. Man fängt ja in der Mitte an und drückt die Luft nach außen. So entstehen keine Blasen und so brechen sie nicht auf. So. Und ausschneiden. So. So, jetzt hätten wir die Ravioli bereit. Jetzt haben wir sie kochen, ganz kurz. Wir brauchen ein, zwei Minuten länger nicht. In der Zwischenzeit können wir die Butter vorbereiten. Ein bisschen Butter und Olivenöl. Auch hier wichtig, dass die Butter nicht braun wird. Das schön mit Olivenöl mischt. So, dann schauen wir. Ja. Die sind schon bereit. Und jetzt werden wir sie schwenken. So. Und kurz durchschwenken. Okay, jetzt sind wir bereit schon zum Anrichten. So. Jetzt werden wir die Käsesoße aufschäumen, haben wir einen schönen Schaum, den werden wir runterlegen. Okay. Jetzt gehen wir runter. Nur den Schaum abschöpfen. Das ist schon leicht. Und jetzt die Ravioli drauf. Zum Schluss noch der schwarze Trüffel obendrauf. So, und fertig. Liebe Zuschauer, ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Von Santol ins Finchgau, liebe Zuschauer, hat mich der Genuss getrieben. Blumenkohl, das große Thema. Und ich war ein Fachmann bei mir, den Herrn Ladurner. Der wird Ihnen so ein bisschen was erzählen, wie es angefangen hat, aber vor allem, wo die Qualität ist.
Herr Ladurner, wie schaut es aus mit dem Finchgauer Blumenkohl? Ja, Herr Hintner, Finchgauer Blumenkohl ist eines der Produkte aus dem Finchgau. Wir haben Obst, wir haben Kirschen, wir haben Erdbeeren, wir haben die Finchgau-Marille. Also wir haben ein sehr breites Sortiment eben. Und eines dieser Produkte ist der Blumenkohl. Blumenkohl aus dem Finchgau gibt es seit über 30 Jahren, wird er angebaut. Weil wir gute Voraussetzungen haben, sprechen wir von Sommerblumenkohl. Wir haben kühle Nächte, nicht zu warme Tage eben, also das Klima sehr gut für den Blumenkohl. Und deswegen produzieren wir mit sehr großem Erfolg Blumenkohl. Wichtig für die Qualität ist eben, dass der Blumenkohl zum richtigen Zeitpunkt geerntet wird. Und das vor allem der Erntezeitpunkt ist bei uns in der Früh. Also die Produzenten müssen in der Früh zeitig raus, wenn es noch relativ frisch ist, dass sie dort eben diesen Blumenkohl stechen. Er darf nicht über Mittag oder am Nachmittag geerntet werden, weil sonst werden die Blätter relativ trocken eben und dann ist die Qualität gemindert. Die Qualitätsmerkmale sind: einmal muss die Rose schön weiß sein, also wie man sieht, weiß und kompakt, das schöne frische Umlaub, und der Geruch darf nicht zu intensiv sein. Das ist eben aufgrund auch der klimatischen Bedingungen. Blumenkohl liefern wir heute in ganz Italien. Wir sind in allen großen Städten vertreten und Blumenkohl wird vom italienischen Kunden sehr gut angenommen. So, liebe Zuschauer, Blumenkohl aus dem Finchgau ist der Hauptdarsteller des Gerichtes, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Und zwar, dazu brauche ich heimisches Kalbfleisch, etwas Mozzarella, geschmorte Zwiebel, etwas jungen Spinat und ganz zum Schluss als Geheimnis ein bisschen Walnuss. Den Blumenkohl, den werden wir jetzt schön zuputzen. Und was ich Ihnen gerne zeigen möchte, verehrte TV-Gäste, ich koche den Blumenkohl nicht, sondern ich brate ihn. Dann nehmen wir jetzt ein Messer. Das schneiden wir jetzt einfach fein, grob. So einfach kleine Würfel, wenn es geht, oder kleine Stücke. Man kann da nicht sehr gut Würfel schneiden. So. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen eine Pfanne. Da geben wir jetzt ein bisschen Olivenöl dazu. Das soll jetzt mittlere Hitze sein, nicht zu heiß. So, das tun wir jetzt dazu. So, liebe Genießer, das tun wir jetzt anrösten, aber geben keine Farbe. Tun ganz leicht salzen und ein bisschen pfeffern. So, tun wir jetzt den geschmorten Zwiebel dazu. Den nehmen wir jetzt dazu. So, das reicht jetzt, liebe Zuschauer. Jetzt nehmen wir ein bisschen Thymian, mit dem den wir würzen und dann lassen wir das alles schön auskühlen. Das geben wir jetzt dazu. So, und lassen das ganz schön auskühlen. So, liebe Genießer, und jetzt möchte ich Ihnen gerne das Kalbfleisch zeigen. Ich habe Ihnen da vorbereitet zwei Varianten. Das sind jetzt Kalbskoteletts von heimischem Kalbfleisch. Einmal rustikal, da ist der Knochen nicht zugeputzt, nur der untere Knochen ist weg, oder schön zupariert. Sollten Sie diese Variante wählen, dann müssen Sie die Haut ein bisschen einschneiden, damit das Kotelett ihre Form behält. Hingegen, wenn Sie die neue Variante wählen, die ich gewählt habe, dann entfernen Sie auch die Haut. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Dann nehmen Sie eine Pfanne, nehmen ein bisschen Olivenöl.
das haben wir jetzt auf beiden Seiten gut anbraten. So, dieser Vorgang dauert ungefähr 4-5 Minuten. Es ist wichtig, dass es schön angebraten ist, damit der Saft nachher nicht herausgehen kann. Wir stellen es ein bisschen auf die Seite jetzt. Wir nehmen da jetzt den ausgekühlten Blumenkohl mit dem Zwiebel. Dann nehmen wir jetzt die Mozzarella, das geben wir jetzt da dazu hinein. Das vermischen wir jetzt recht gut und geben es dann über das Fleisch drüber. Und dann gehen wir ins Rohr mit starker Oberhitze, ungefähr so 210, 250 Grad. So, und jetzt gehen wir so schön ins Rohr. Ja, liebe Freunde der guten Küche, Sie sehen, da habe ich jetzt Blumenkohl in feine Scheiben geschnitten. Da möchte ich Ihnen gerne was zeigen. Ich nehme wieder eine Pfanne, gebe wieder Olivenöl dazu. Da tun wir den ganz leicht salzen. Da geben wir kein Pfeffer dazu, nur ein bisschen Salz. Und den werden wir jetzt einfach in Olivenöl auf beiden Seiten schön anbraten. Geben ganz leicht ein bisschen Farbe. Und dabei werden Sie sehen, dass der Blumenkohl im Grunde genommen einen sehr nussigen Geschmack hat. Und deswegen, liebe Zuschauer, brauche ich auch ein bisschen Walnüsse. So, es dauert ein bisschen. Wichtig dabei ist, dass es nicht so viel Hitze haben, weil dann wird er sofort dunkel und dann wird er auch bitter. Und bedenken Sie bitte auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel von der Feuerstelle runterfahren, dass auch noch eine Resthitze besteht, die hilft Ihnen auch ein bisschen weiter kochen. Deswegen gehe ich jetzt weg von der Hitze und lasse es eigentlich ein bisschen nachbraten. Und in der Zwischenzeit nehme ich jetzt eine andere Pfanne, nehme wiederum ein bisschen Olivenöl. Diese Pfanne erhitze ich jetzt ein bisschen mehr. Und da habe ich jetzt zum Beispiel einen sehr jungen Spinat. Nur ein bisschen Salz. Wenn Sie gerne möchten, können Sie auch ein bisschen Knoblauch dazugeben. In diesem Fall gebe ich das nicht dazu, weil ich dem Blumenkohl den Auftritt gebe. So, das geht sehr, sehr schnell. Sie sehen, das ist schon fertig, das gehen wir jetzt schon weg. Und jetzt fangen wir den Teller an, anzurichten. Das Fleisch jetzt, liebe Zuschauer, ist jetzt fertig. Und jetzt möchte ich gerne, liebe TV-Gäste, den Teller fertig machen. Ich nehme nochmal ein bisschen frischen Spinat. Da gebe ich jetzt ein bisschen Salz dazu, ganz dezent. Ein bisschen Olivenöl. Das tun wir jetzt ganz leicht vermischen. Diesen Vorgang mit dem frischen Spinat können Sie nur auf den Moment machen, wann Sie ihn brauchen. Sie können das nicht vormachen, denn der Spinat durch das Dazufügen des Salzes zerfällt sofort. Und jetzt möchte ich gerne anrichten. Ich nehme einen Teller. Dann beginne ich mir mit dem angedünsteten Spinat. Sie sehen, der ist total zerfallen, aber es hat was mit sich. Da geben wir jetzt ein bisschen frischen Spinat darauf. Jetzt nehmen wir das Fleisch. Das setzen wir jetzt da schön in die Mitte. Dann habe ich noch ein bisschen Blumenkohl, den ich schön angeröstet habe. Den gebe ich dazu. Ich nehme da jetzt die Hand, liebe Zuschauer. So. Und jetzt habe ich noch ein kleines Geheimnis. Blumenkohl hat einen leicht nussigen Geschmack. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Walnüsse. Und das zerschneide ich in ganz, ganz feine Scheibchen. Und das streue ich jetzt einfach ein bisschen darüber. So, ein bisschen Olivenöl ganz zum Schluss, zum Ausgarnieren. So, liebe Genussmenschen, der Teller ist fertig. Liebe Genießer,
Blumenkohl aus dem Finchgau, Kalbfleisch mit Mozzarella überbacken, ein Genuss. Und ich bin ganz gespannt, was der Genussspecht Jul, welchen Wein zu diesem Gericht ausgewählt hat. So, und um einen würdigen Begleiter fürs Hauptgericht von unserem Meisterkoch zu finden, sind wir in Kardaun gelandet. Und zwar am Unterganzenhof beim Josephus Meier. Geh, Josephus, hilf mir du, rett meinen guten Ruf und trag mir einen anständigen Tropfen da. Ja, ich tat Ihnen so ein Rosé aus Lagrein vorschlagen. Das heißt man bei uns eigentlich Lagrein-Kretzer. Der müsste sich eigentlich sehr gut dazu eignen. Der Gerecto und wie die heißen, ist das eigentlich alles das Gleiche oder hast du verschiedene Sorten oder Bearbeitungsmethoden? Die Machart ist eigentlich allem die gleiche. Also man verwendet Rotweintrauben und verarbeitet sie wie Weißweintrauben. Und deswegen ist eigentlich im Prinzip das Gleiche. Natürlich, Gerecto ist im Bardolino-Gebiet. Ja, ja, ja. Die Sorten sind natürlich unterschiedlich, aber die Machart bleibt dasselbe. Genau. Aber es ist immer dasselbe. Und der Kretzer, von was kommt der Kretzer eigentlich? Von der Kretze her? Ja, der Kretzer heißt deswegen so, weil man früher durch die Kretze die Schale vom Saft getrennt hat. Die Kretze war ein geflochtener Weidenkorb und mit der hat man praktisch da den Saft abscheiden gekannt. Der Wein ist sehr fruchtig, hat Aromen nach Himbeere und Erdbeere und ist natürlich auch mit genügend Säure ausgestattet und deswegen eigentlich ein vorzüglicher Begleiter. Ist das ein Wein auch zum Aufheben oder ist mehr ein frisch zu trinken, der Wein? In der Regel trinkt man den Rosé frisch, aber er haltet ohne weiter seit 3-4 Jahren, also ohne Problem. Der soll auch sehr beliebt sein als Fischwein in Italien und auch sehr putzig. Ja, eigentlich zum Fisch auch deswegen, weil er eben genügend Säure hat, um das Fett wegzuputzen, von einem fetteren Fisch zum Beispiel. Oder bei gegrillten Fischen idealer Begleiter. Lieber Josephus, verehrte Zuschauer, nun auf zu Herbert Hinters Hauptgericht. Zum Wohl. Zum Wohle. So, Herbert, schau mal an. Ein Rosé hast du gebracht? Ja, einen Rosé. Den hat der Josephus Meier, Unterganzner, Editärer Weinbauer aus Bozen, empfohlen zu diesem leichten Sommergericht. Mhm. Der darf nicht zu aggressiv sein. Versuchen wir es mal. Ja, Prost. Ja. Wirklich gut, he? Das passt sicher schön, zu Ihrer. Schön. Und jetzt werde ich von meinem Gericht ein bisschen kosten lassen. Geht's dir gut? Gerne. So. Na dann. Perfekt. Viel Spaß. Liebe Küchenfreunde, zum Dessert habe ich die Genussfalle von Mutter Natur ausgelegt. Walderdbeeren mit heimischem Joghurt. Kleiner Aufwand, große Wirkung. Und Ihre Tischgäste werden begeistert sein. Die Zutaten zum Dessert sind Walderdbeeren, Naturjoghurt, Staubzucker, eingeweichte Gelatine, etwas Schokolade und etwas Christzucker. Das ist alles eigentlich. Und jetzt fangen wir an. Wir nehmen ein bisschen Naturjoghurt, geben wir in eine Pfanne, das tun wir ganz leicht erhitzen. Und zwar, das hat folgenden Grund. Diese eingeweichte Gelatine, wenn man die so zergehen lässt, dann kann man sie nicht in kalte Ware einrühren. Dann kriegt man Fäden. Aus diesem Grund erhitze ich jetzt das Joghurt ganz leicht und gebe das dann dazu. Das gemeinsam wird gut verrührt und dann erst in die kalte Masse eingerührt. So, das ist jetzt gleich lauwarm. Da gebe ich jetzt die Gelatine dazu. Die habe ich in kaltem Wasser eingeweicht. Und das ist jetzt, sehen Sie, heiß genug. Das darf natürlich nicht kochen. Und jetzt habe ich das schön, sehen Sie, es ist schön zergangen. Es sind keine Fäden und nichts drinnen. Nehmen wir einen Schneebesen.
geben zuerst den Staubzucker dazu. Den rühren wir jetzt da schön ins Joghurt ein. So. Und jetzt lassen wir das schön. Das rühren wir jetzt schön ein. Es wird momentan ein bisschen flüssiger, liebe Zuschauer, aber das gehört so. Ich gebe ganz bewusst keine Zitrone dazu, weil ich gerne den Geschmack vom Joghurt habe. Das geben wir jetzt in ein Gefäß. So. Das, liebe Zuschauer, gebe ich jetzt in den Kühlschrank für circa 3 Stunden. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen Kristallzucker. Dann nehmen wir die Walderdbeeren. Und das haben wir jetzt ganz leicht ein bisschen einfach nur in den Zucker wälzen. Das hier mal jetzt auf die Seite. Dann nehmen wir einen anderen Teller. Und jetzt fangen wir den Teller an auszugarnieren. Da habe ich jetzt einen Pinsel. Das ist jetzt Schokolade. Die habe ich bei ca. 28 Grad geschmolzen. Da können sie jetzt natürlich nach ihren Belieben dekorativ sein. Dann gehen wir jetzt her. Da habe ich jetzt ein heißes Wasser. Das ist ein Parisienne-Ausstecher, da kann man kleine Perlen ausstechen. Und die setze ich jetzt auf den Teller. Das reicht jetzt. Da habe ich ein bisschen passierte Erdbeeren. Da mache ich jetzt ganz kleine Punkte. Da habe ich nur Erdbeeren mit ein bisschen Zucker aufgemixt. Und jetzt lege ich da die Erdbeeren hinein. Zucker. So. Liebe Küchenfreunde, viel Spaß beim Nachkochen. Duftende Kräuter und Walderdbeeren. Um diese Jahreszeit, da lässt sich die Natur nicht lumpen. Gell, Herbert? Ja, Jul. Du in Sarntal, ich in Finchgau. In der besten Jahreszeit. Man kann aus dem Vollen schöpfen. Für die Küche wunderbar. Man kann tolle Gerichte kreieren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich einen kulinarischen Sommer. Und ich freue mich, Sie wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal.